Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Rezept. Heute backen wir diese köstlichen Mohnplätzchen. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in meiner Infobox. Zuerst werden alle trockenen Zutaten miteinander vermischt. Staubzucker, Mehl, den Mohn und die Prise Backpulver. Nun kommt schon die Butter und das Ei dazu. Das Ganze kneten wir jetzt einmal in der Schüssel kurz durch. Auf der Arbeitsplatte verkneten wir jetzt alle Zutaten zu einem Teig. In meiner Infobox findet ihr auch die Links zu meiner Facebook- und zu meiner Instagram-Seite. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da einmal vorbeischaut. Wenn euer Teig noch zu klebrig ist, knetet noch etwas Mehl dazu. Den Teig in Folie einwickeln und für eine Stunde in den Kühlschrank geben. Und schon können wir Kugeln formen. Dies zeige ich euch im Schnelldurchlauf. Mit einem bemehlten Kochlöffel formen wir die Löcher. Bei 180 Grad Umluft für 10 Minuten backen. Etwas Erdbeermarmelade in einen Spritzsack geben und die Kekse damit füllen. Wie immer hoffe ich, dass euch mein Rezept wieder gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, eure Kathi.